Silence Becomes Sound, der Podcast von Nivata. Folge 1: Die Kraft der Vision. Sankalpa. Sicher kennst du das, dass du dir besonders zu Jahresbeginn etwas vornimmst. Dass du da eine ganz große Kraft in dir spürst, dass sich etwas verändern soll, etwas anders laufen soll. Und dass du dann auch mit richtig viel Wumms in diese Vision, in diese neue Idee von dir oder deinem Leben startest. Oft verliert sich das dann leider. Wieso verliert sich das? Und was kann Yoga tun, dass sich diese Kraft selber immer wieder stabilisiert und beibehält? Darum soll es in dieser Folge gehen. Fangen wir heute mal mit dem Sanskrit-Wort an, Sankalpa. Sankalpa heißt Wille, Wunsch oder auch Absicht. Etwas, was unseren Gedanken eine Richtung gibt. Hier ist es aber wichtig, zu Beginn zu unterscheiden zwischen etwas, was wir willentlich herstellen, wie einem Vorsatz. Das ist, was wir überlegen, zum Beispiel, warum geht es uns gerade nicht gut und was können wir dagegen tun. Zum Beispiel, wir fühlen uns körperlich nicht fit. Wir überlegen, was können wir dagegen tun. Wir machen Sport. So, dann haben wir jetzt diesen Vorsatz, wir machen Sport. Oder wir erleben unseren Körper zum Beispiel als schlaff und wir überlegen uns, was können wir dagegen tun? Wir stellen unsere Ernährung um. Somit ist der Vorsatz, ich ernähre mich ab sofort gesund. Das wären so zwei Vorsätze, die aus etwas kommen, was wir als defizitär erleben. Und wir haben dann die Möglichkeit, mit unserem Geist, mit unserem Verstand, mit unserem Willen etwas zu kreieren, was wir dann als Vorsatz sehen. Das ist etwas, was sozusagen willentlich von uns gemacht wurde, aus dem Defizit, aus dem Leid heraus entsteht. Jetzt gibt es aber die Dimension des Sankalpas, die ist nochmal etwas anderes. Die ist etwas, was sich uns wie im guten Sinne aufdrängt. Also, dass es jetzt nicht gerade eine Lebenssituation gibt, die uns belastet und in der wir etwas ändern wollen, aus der heraus ein Vorsatz geboren wird, sondern etwas, von dem wir wie nebenbei oder mit der Zeit oder unterschwellig merken, das ist eigentlich dran. Vielleicht könnt ihr jetzt schon in dieser kurzen Unterscheidung damit resonieren und den Unterschied merken. Manchmal ist es so, dass diese zweite Ebene des Sankalpas, von der ich sprach, dann entsteht, wenn wir Ruhe haben. Also wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind oder auch im Shavasana am Ende einer Yoga-Klasse, dass wir merken, irgendwie gibt es da so eine Richtung in mir, die möchte sich selber Ausdruck geben. Und daraus formt sich dann eine Richtung. Und das ist das, was wir gerne als Sankalpa bezeichnen. Das ist nichts, was wir auf dem Reißbrett des Verstandes kreieren, sondern etwas, das sich auf dem Urgrund des Herzens abzeichnet und durch Yoga für uns fühlbar wird. Ist es dann so etwas wie eine Lebensrichtung? Ja, das kann es tatsächlich sein. Dieses Sankalpa kann dann etwas sein, was uns das ganze Leben begleitet. Etwas, was sich sozusagen immer mehr erfüllt, aber auch nie ganz, weil es zum Beispiel eine sehr, sehr große innere Aufgabe oder ein innerer Lebensdrive, ein innerer Lebenswunsch ist. Was könnte das zum Beispiel sein? Wir fragen in unseren Yoga-Therapien oder wir arbeiten in den Yoga-Therapien oft mit dem Sankalpa und da werden schon einige Stunden auch damit verbracht, das herauszukristallisieren. Und das kann tatsächlich dann so ein Satz sein wie ich lebe ein Leben in Freiheit.
Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie aus dem Poesiealbum, aber wenn das aufgeladen ist durch die Yogastunden, durch diese inneren kleinen Erfahrungen, die man gemacht hat, dann hat das eine ganz große Dimension und dann beeinflusst das das Leben massiv. Denn dann wird uns zum Beispiel im Alltag eine Aufgabe gestellt. Wir fühlen uns dabei unfrei und in uns wird das Sankalpa erweckt, ich lebe ein Leben in Freiheit. Und dann kann es sein, dass wir durch das Sankalpa uns anders entscheiden. Sagen wir dann Nein zu der uns gestellten Aufgabe? Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht sagen wir aber auch Ja zu dieser uns gestellten Aufgabe, indem wir sagen, ich mache das nicht für die Person oder die Sache, sondern ich mache das für mich, weil ich hier etwas für gut befunden habe, wozu ich Ja sage. Und das fühlt sich dann frei an. Und das wäre sozusagen so eine kleine Geschichte, wie das Sankalpa auch im tatsächlichen Leben jenseits der Yogamatte dann wirkt. Was tun wir dann aber auf der Yogamatte? Wir trainieren dieses Sankalpa, genauso wie wir einen Muskel trainieren. Trainieren wir, indem wir am Anfang und am Ende der Yogastunde uns selber dieses Sankalpa sagen, im Sitzen zum Beispiel, im Intro, im Extro, beim Atmen, beim Verneigen. Trainieren wir diesen Muskel. Wir halten das Sankalpa gegenwärtig. Und das ist die Aufgabe, die wir uns selber stellen können, dass wir mit dieser Intention, mit diesem Wunsch, mit diesem Sankalpa in die Yogastunde gehen, unabhängig davon, ob der Yogalehrer das anleitet, die Yogalehrerin das anleitet oder nicht. Und halten das lebendig. Und wir füttern dieses Sankalpa an, durch jede Geste im Yoga, die wir tun. Und damit wird es immer größer und größer und damit wird es immer mehr spürbar für uns, auch jenseits der Yogamatte. Und das gibt uns eine Ausrichtung im Leben, die uns wirklich nicht nur in Situationen des Unbehagens, des Leidens, der Schwierigkeiten hilft, sondern uns immerzu positive Lebensimpulse gibt. Und uns damit sehr, sehr ausgerichtet und sehr klar durchs Leben gehen lässt. Eine klassische Übung, um das Sankalpa zu erwecken, kann die Geste Prana Mudra sein. Das ist das Erwecken von Energie. Dazu setz dich in eine angenehme Sitzhaltung mit gerne gekreuzten Beinen. Es kann aber auch der Fersensitz sein. Und dann platziere deine Hände vor dem Unterleib mit Abstand. Die Handflächen sind zum Oberkörper gerichtet und möglichst weit im Schoß. Die Mittelfinger berühren sich, sodass die Handflächen wie so eine ganz angenehme Wand oder manchmal sagen wir auch wie so eine Scannerfläche bilden über die Handinnenflächen. Mit der Einatmung führst du die Handinnenflächen mit Abstand entlang deiner Körpermitte Richtung Kopf und hältst am Augenbrauenzentrum auf der Höhe inne. Du öffnest die Arme zu den Seiten ausatmend. Die Handflächen zeigen nach oben, die Arme sind locker gestreckt, die Handgelenke frei. Einatmend schließt du die Hände wieder so, dass sie sich vor dem Augenbrauenzentrum mit den Mittelfingern treffen. Die Handinnenflächen weisen wieder zum Körper hin. Und ausatmen lässt du die Hände gemeinsam, die Arme gemeinsam über die Mittellinie des Körpers in den Schoß sinken. Und dann startest du eine zweite Runde. Mit der Einatmung verfolgen die Hände die Linie des Oberkörpers nach oben zum dritten Auge. Hier öffnest du ausatmend die Arme zu den Seiten. Einatmend schließt du wieder und lässt ausatmend die Hände sinken. Mache das noch ein paar Mal in deinem Atemrhythmus. Mit der Einatmung ist es so, als würdest du alle innewohnenden Kräfte in dir einmal abgehen und erwecken. Mit der Ausatmung und dem Öffnen der Arme lässt du neue Kräfte wie in deine Handinnenflächen hineinregnen. Du musst gar nicht wissen, welche. Und mit der
Einatmung sammelst du diese Kräfte am dritten Auge und lässt sie ausatmend wie in dich hineinregnen und dich nochmal mehr anfüllen. Und mit diesem Bild der Einatmung, des Guckens, was ist da in mir, mit der Ausatmung, das Öffnen, was will zu mir kommen, und das dann wieder einsammeln und in dich hineinführen, mobilisierst du diese verschiedenen Ebenen und Spielflächen rund um das Sankalpa. Und es kann sein, dass hier schon eine direkte Antwort, ein direkter Satz zu dir kommt. Es kann aber auch sein, dass du dich hier einfach aufmachst dafür und der Satz dich zu einer anderen Zeit in der Yogastunde oder auch im Alltag findet. Lass die nächste Runde die letzte Runde sein und leg dann die Hände in den Schoß. Das Sankalpa sollte so formuliert sein, dass es von dir kommt, also dass es in der Ich-Form formuliert ist und dass es auch in der Gegenwart formuliert ist und nicht in der Zukunft. Ebenso ist wichtig, dass es kein Konjunktiv beinhaltet, wie ich wünsche, würde, hätte, wäre, sondern den Indikativ. Ich bin, ich habe. Dass es sich jetzt schon so anfühlt, als wäre es so. Und dass es positiv ist. Dass es nicht formuliert ist wie ich bin nicht länger unfrei, sondern eben ich bin frei. Und wenn so ein Satz zu dir kommt, kann es sein, dass er über die Dauer bleibt, sich nochmal modifiziert. Es kann aber auch sein, dass er sich ab einem gewissen Zeitpunkt erfüllt hat und ein neuer kommt. Praktiziere Yoga für dich alleine oder in der Klasse und halte dich offen, dass das Sankalpa dich findet. Und wenn du es hast, wiederhole es zu Beginn und zum Ende jeder Yogastunde für dich im Stillen dreimal. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Dhanyavad Prem und Om. Silence Becomes Sound, der Podcast von Nivata. And every little thought that I think up is like a candle to the wind. I let the flame flicker on, and if it goes out, I light it again.